So, heute geht's weiter mit Racern und damit herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed. Die letzte Folge des Jahres 2020 mit Need for Speed und der nächste Folge sind wir dann ja im neuen Jahr. Und jetzt versuchen wir es mal, ob wir das heute wieder ein bisschen hinbekommen. Ich denke mal, heute machen wir ein bisschen Racer. Habt ihr Speed, haben wir hier noch hier unten Rennen? Ja, das sind die 31,5 Kilometer und hier die nochmal 26 Kilometer. Die würde ich eigentlich sehr ungern fahren. Ich habe befürchtet, dass wir aber nichts anderes fahren. Ja, fahren wir hier nämlich das Ding noch schnell. Dann fahren wir den Fabiani. So, schauen wir mal. Aber da, was wir heute hinkriegen. Heute sind wir, wie gesagt, bei den Racern unterwegs. Gut. Platz 3 sollte das unser großes Ziel sein. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Einfach jetzt nicht, aber wir sind nicht. Natürlich hast du mir im Moment die Tür natürlich zu. Auf dem Lambo. Ja, das war sehr wichtig, in die Abschnitte noch reinzuknallen. Die Elemente da vorne. Boah, der schreit aber auch richtig, der Bagadi. Das tut aber auch fertig, wenn er ein bisschen überdreht. Schatten reinzukommen, weil die Jungs vor mir momentan sind noch ein bisschen schön aufeinander. Wobei der fordert. So, der Moment ist vorbei. Machst du einen kleinen Fehler, machst du einen Mini-Fehler ein. Naja, das musste sein, nicht. Weil du um ihn zu dran bist. Das finde ich geil. Ich komme fand, dass er mal wirklich beide unter die ersten drei. Geh mir nicht auf den Sack. So, dann nehmen wir uns vorbei. Und jetzt bitte 5,8 Kilometer nur geradeaus. Das wird wahrscheinlich da sein, dass ich nicht.
immer ein bisschen so, der zweite momentan. Das war der Vorder, der führende. Das war die Rache für das scheiß Duell, wo ich eigentlich knapp verloren habe. Und die habe ich am Ende doch nochmal hinbekommen. Er wollte mir nämlich nochmal vor die Nase ziehen. Er wollte mir nämlich, hat es mich versucht, dann nochmal rüber zu gehen. Und dann haben wir es aber, diesmal haben wir es geschafft. Gesetzloser. Wir sind jetzt ein Rang 11 bei den Cops. Ja, bei den Racer, Entschuldigung. Natürlich. Oh Gott sei Dank, wir haben das Ding auf 1 geschafft, ey. Aber der Pagani, der geht gut. Der hat immer wieder den Abstand aufgeholt. So, extreme Raserei. Ja, klar. Ich bin gesetzloser Fahrstufe 2. So, das Auto mal halten dabei. Die Königsex und zwar den Agera. Diesmal aus der Hyper-Serie. Und dann würde ich mal auch bei den Racer. Bei dem Kopf haben wir den Wagen ja schon. Oh, geil, haben wir das Ding geholt, ey. So, ein Rennen haben wir noch. Dann haben wir es durch. Haben wir noch mal was Kleines. Ach, bisher habe ich jetzt keinen Nerv zu. Das machen wir alles in den nächsten Folgen. Aber noch irgendwas Schönes. Ein Zeitfahren, eine Vorschau. Irgendwie so weit in die Richtung. Ich befürchte aber nicht, dass ich gerade nicht ziemlich mau aus. Eine Hetzjagd. Ja, machen wir es so. Nur mal noch eine Hetzjagd. Schön in Eisweiß. Und dann gib ihm. 6 Lagerbänder und 2x Turbo haben wir. Wir müssen gucken, dass wir 4,55 fahren, um das Ding auf Goldzins zu kriegen. Und 5,45 ist so die oberste Zeit, wo wir es hinkriegen könnten. Aber gucken wir mal. Wir machen unser Bestes. In den nächsten Folgen gehen wir dann irgendwann mal in das lange Rennen wieder. Jetzt haben wir nämlich das ganze Ding mit dem Hot Pursuit. Andersrum. Wie sind diesmal die Jagden? Soweit ich das richtig verstehe. Weil sonst wird es 6 Tage, wenn dann die Möhne mit 0,7 machen sonst. Ja. Da ist was. Was haben wir denn hier? Den hat aber sofort zerlegt. Okay, der war der mit. Da hab ich aber schon Ruhe, weil dann ist der Lambo schon weg. Okay, da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass der jetzt so schnell weg ist. So, aber das ist wirklich der einzige Wagen ist überhaupt. Dann braucht man nämlich keine Ruhe, um auch keine Sorgen zu machen. Verdächtiger ist im Bahndepot. Ja, der Pech. Das ist die alte Mine. Aber wie gesagt, wenn der Kopf uns sieht, wenn das wirklich der einzige Kopf ist, der uns auf den Sack gehen dürfte, dann haben wir jetzt wirklich ein. Da vorne was angezeigt. Ist das ein Racer da vorne noch? Nee. Ich habe wohl keine Bock, um Spiel zu lesen zu sein. Verfolgung läuft. Verdächtiger liegt am Abend. Da sind wir zwei Gegner. Okay. Das erklärt. Schade, ich dachte, ich hätte ein bisschen gespannter jetzt, ein bisschen mehr Ruhe jetzt. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt, seid vorsichtig. Ah, scheiße, die haben. Nagelband einsatzbereit. Nagelband hat Ziel verfehlt. Wir haben noch 11 Kilometer zusammen.
Schade, ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass der... auf jeden Fall zerlegt, weil der noch in den Gegenverkehr rein ist. Ich brauche den Rettungsdienst. Also wir haben noch 7 Kilometer und ich muss jetzt gerade ein bisschen Ruhe in dieses Ding reinkriegen hier. Überlebiger zuletzt auf der Tabu ausgerichtet. Überlebiger außer Reichweite. Tja, mein Freund. Ich kenne auch die andere Seite. Jetzt immer wieder. Ja, und damit haben wir erstmal Ruhe da hinten. So, wir haben noch 2,7 Kilometer vor uns. Leider nicht auf Gold, da fehlte nur so 2-3 Sekunden. Aber ja klar, da waren ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, aber letztendlich haben wir sie doch hinbekommen. Und das war, glaube ich, ziemlich auch wichtig, dass der erste direkt schon relativ schnell weg war, weil ich den ja quasi mit Vollspeed ins Auto gefahren bin, deswegen war der direkt durch. Die ist ja mit in die Wand rein. Hat er gar keine Chance gehabt. Aber ja, wir haben es geschafft, das ist das Wichtigste. Wir sind durch für heute. So, neues Auto erhalten, haben wir nochmal ein SL65 AMG Black Series und diesmal als Racer. So, dann machen wir mal Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Cards.